Moinere Leute, ihr habt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es darum, welches EZA könnte kommen für Part 2 der derzeitigen Global Celebration. Das wollen wir uns zusammen einmal anschauen. Was wären denn die Spekulationen? Und Nummer 1 wäre da ganz klar Thales. Deshalb würde ich sagen, gehen wir gleich mal ab dafür und bis gleich. So, angekommen in meiner PowerPoint habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar seht ihr eine Timeline, die Timeline von 2022 größtenteils, beziehungsweise, sagen wir mal so, es geht über in 2022. Das, was ihr jetzt erst sehen werdet, ist 2021, denn wir wollen uns anschauen, was ist letztes Jahr passiert, was könnte kommen auf Global und was kam letztes Jahr. Dazu gehen wir einmal rein und schauen uns das Ganze wie folgt an. Und zwar letztes Jahr zum selben Zeitraum gab es das EZA von Tapion selber, also von AGL Tapion. Das ist gestartet am 20. Juni, also zu Part 2. Des Weiteren gab es noch einen Banner, und zwar der Banner von LR Tapion Mimosha. Der kam auch am 20.06. Also die kamen beide zeitgleich zum Part 2 Start, vermute ich. Demnach wird das Ganze auch so passieren auf Global. Wir schauen uns einmal die Timeline an. 31. Mai kam letztes Jahr Physisch Kunden und Trunks. Dann kam am 20. Juni die Tapion Celebration und dann kam am 30. Juni der Countdown. Also so könnt ihr ihn etwa einordnen. Und die beiden Events, also zum einen der Banner als auch das Extreme Sea Battle, kamen beide am 20. Juni. Part 2 Start. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie und was alles passieren wird. Das wäre jetzt erstmal die erste Spekulation. Jetzt, welches EZA könnte kommen? Denn wo hat sich das Tapion EZA so befunden? Auf JP? Und dazu springen wir einmal zu JP. Und da sehen wir folgende Zeiten. Und zwar haben wir einmal den Tapion Mimosha Banner am 15.04. Und wir haben einmal das EZA von Tapion am 8.04. Was kam da jetzt genau raus auf JP? Das war Videl. Videl kam aber auf Global erst raus nach dem Anniversary. Also erst im August in etwa. Das bedeutet, hier wurde was gesplittet. Ein paar Sachen wurden hier und da hergemoved. Die Celebration von Videl hatte schlussendlich kein EZA mit dabei, soweit ich mich da richtig erinnern kann. Aber schauen wir uns die Timeline einmal an. Genau, wir haben einmal die Videl Celebration am 1. April. Das war dieses Jahr die Reddit Celebration. Dann haben wir am 15. April die Tapion Celebration gehabt. Die haben zusammengehört, Part 1, Part 2. Dort gab es Tapion. Und noch während der Videl Celebration, also zwischen Videl und Tapion, gab es das EZA von dem AGL Tapion. Das ist so wichtig zu bedenken. Und sie haben das schlussendlich dann trotzdem zur Tapion Celebration hinzugezählt. Für Global dann. Soweit so gut, passt alles, macht Sinn. Kommen wir dann zum 28. April, da hat die Golden Week stattgefunden, letztes Jahr für JP und für Global zeitgleich auch. Soweit, so gut. Das war alles letztes Jahr. Ihr habt gesehen, Tapion kam, Tapion war Teil von der Videl Celebration, sie haben das gesplittet, haben es zur Tapion Celebration hinzugefügt. Jetzt tun wir das quasi reflektieren auf dieses Jahr. Was wäre denn dieses Jahr der Fall? Wir haben zum selben Zeitraum am 14.04., also 14. April, der Banner von LR Physisch Goku und Piccolo. Dieser Banner muss auch nach Global kommen. Der kommt zu 100% noch vor dem Anniversary. Der wird kommen und wir hatten Thales EZA im selben Spot wie das Tapion EZA. Also am 7.04. um 10 Uhr morgens müsste das gewesen sein. Thales EZA. Jetzt Thales und LR Goku Piccolo. Die passen nicht ganz so gut zusammen. Also was ist da der Sinn bei den Ganzen? Thales hat besser gepasst zu Reddit selber. War auch in der Reddit Celebration vorhanden. Ihr seht es hier einmal. Reddit Celebration 1. April. Da hat Thales reingepasst. Er war ein Pure Saiyan Space Traveling Warrior. Passt. Kommen wir dann zum 15. April. Dort kam dieses Jahr Physisch Goku und Piccolo raus. Auch wie Tapion Mimosha letztes Jahr. Ihr seht im Banner, ist LRSTR Thales vorhanden? Könnte das ein Indiz sein? Könnte das ein bisschen für das Thales EZA auf Global vor dem Anniversary sprechen? Müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt mal ein, zwei Sachen noch sagen, warum ich denke, dass es so sein wird. Zum einen, der Ablauf ist derselbe wie letztes Jahr. Wir fragen uns jetzt, was und wie und wann kommt es nach Global? Nämlich ganz simpel. Kommt Thales EZA oder kommt Thales EZA nicht? Schauen wir uns zusammen an. Ginyu Celebration, 31. Mai. Welcher Leader ist Ginyu? Terrifying Conqueror, Blended Namek Saga. 30% zusätzlich für Space Traveling Warrior. Ist der AGL Thales mit vorhanden? Ja. Wäre es also schlimm, Thales in der Celebration zu releasen, anstatt in der Reddit Celebration? Nein, wäre es nicht, meiner Meinung nach. Vor allem, in der Reddit Celebration bräuchten wir nicht unbedingt ein EZA. Warum brauchen wir da nicht ein EZA? Denn die EEX-Campaign von dem Anniversary geht über in die Reddit-Campaign. Das bedeutet, da brauchen wir nicht ganz so viel Content wie jetzt. Jetzt ist es sehr trocken, sehr lahm. Und was bleibt sonst über für den Part 2? Nicht viel. Deswegen wünsche ich mir, dass das AGL Thales EZA noch vorher kommt. Ich gehe auch sehr stark davon aus. Denn am 20. Juni kommt Physisch Goku und Piccolo mit dem STR Thales drin. AGL Thales passt zur Ginyu Celebration, zu Ginyu seinem Leader Skill. Das wäre auch alles fein.
dann hätten wir am 30. Juni den Countdown zum 7th Anniversary. Also mein Standpunkt wäre, am 20. Juni werden wir einen Easy A sehen, entweder da, oder ich zeige euch gleich zu einem anderen Zeitpunkt, aber am 20. Juni, und ich vermute, das wird auch Thales sein. Das wäre meine Prediction. Es kann immer was anderes kommen. Und zwar gibt es hier eine kleine Sache, die noch dazwischen kommen könnte, also was uns so ein bisschen überlegen lässt. Und zum anderen ist natürlich auch noch die Sache, es könnte gar kein Easy A kommen. Was wäre, wenn gar keins kommt? Was ist, wenn Thales einfach vergessen wird? Was wäre, wenn Easy A wollt ihr haben? Nee, gibt's nicht. Diesmal nicht. Vom Anniversary kommen, ihr habt genügend Hype, scheiß drauf. Movie-Stuff und sowas geht. Ich denke schon, Thales wird's werden, aber es gibt noch eine Ausnahme. Und zwar haben wir eine New Language Release Celebration. Und zwar, die kommt am 9. Das ist ein Login-Bonus, der in der jetzigen Campaign schon vorhanden ist. Was aber nicht unüblich ist für Dokkan, ist, dass sie währenddessen einfach an irgendeinem Tag weiteren Content in die Celebration-Info reinhauen, einfach random. Wäre die Möglichkeit, dass man sich sagt, entweder, denn es ist eine Release-Celebration, man macht noch eine kleine Campaign, heißt mal 2 XP in Quest-Stage. Oder man sagt sich, okay, cool, hier, schaut, wir haben noch ein kleines Mini-Easy-A für euch. Passt gerade zur Genius-Celebration dazu oder passt so generell. Könnte sein, ich schließe es momentan nicht aus, aber ich gehe eher vom nicht wahrscheinlichen Fall aus. Ich vermute, dort wird kein Easy A kommen. Ich will es aber nicht ausschließen. Ich möchte es nur mal angesprochen haben. Schlussendlich ist das ein Prediction-Video. Also was hätte passieren können. Und da kriegen wir einfach für 7 Tage Dragonstones. Also warum nicht in dieser Celebration oder so eine kleine Mini-Celebration machen mit ein kleines bisschen Content als New Languages Release Campaign. Und dafür, übrigens steht immer noch außen vor, dass wir eigentlich einen Genio-Login-Boni bekommen sollten. Warum auch immer, ganz, ganz weirde Situation. Aber was wäre hier eine Option, was wir momentan auf JP haben und auf Global nicht? Und das wäre zum Beispiel das Extreme Sea Area von der Tech Genio Force. Super, super passend zum AGL Genio. Das wäre wirklich eine gute Option, wenn sie das noch vor dem Anniversary bringen würden, gerade für viele Free-to-Play-Spieler. Ja, das wäre so eine Option, wo ich sagen würde, cool. Fände ich gut, wenn ihr das noch mit reinbringen würdet, Tech LR Genio Force Extreme Sea Area zu einer New Release Celebration. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Lasst mich gerne wissen, was ihr denkt, welches Easy A kommen könnte. Gibt es überhaupt einen Easy A vom Anniversary? Und freut ihr euch aufs Anniversary? Genau richtig. Ich würde aber sagen, das wäre es gewesen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ihr habt ein bisschen weitergeholfen. Konntet euch so ein bisschen ein Bild machen, von welches Easy A könnte kommen. Und ja, ich würde mich sehr freuen über AGL Thales. AGL Thales ist eine sehr, sehr gute Unit, über die werden wir uns dann nochmal genauere Sachen anschauen. Ciao, ciao, haut rein. Morgen ist die deutsche Dokkan-Version dran, also sprich, um 9 Uhr morgens ist die Maintenance fertig. Da haben sie ein bisschen was abgeändert, also eine halbe Stunde mehr hinten dran gegangen. Da kann natürlich noch ein bisschen was passieren. Aber ansonsten, morgen deutsches Dokkan. Wir werden uns wiedersehen, spätestens morgen. Ciao, ciao, haut rein.